Ein echtes Straßenrennen im wahrsten Sinne des Wortes. So hat Mr. Monaco, der großartige Graham Hill, damals diese Kultveranstaltung beschrieben. Die Autos, die wir fahren, haben in dem seither vergangenen halben Jahrhundert einen weiten Weg hinter sich gebracht. Aber wir fahren immer noch auf denselben öffentlichen Straßen am Mittelmeer. Kein Sieg ist begehrter als der beim großen Preis von Monaco. Wir sind an diesem Wochenende einmal mehr an der französischen Riviera beim 3,22 Kilometer langen Circuit de Monaco. Die Autos klettern etwa 40 Meter den Hügel hinauf, am Casino vorbei, bevor sie in Sektor 2 zum Hafen hinunterfahren. Es ist ein sehr kurzer Weg von der Pole Position zur ersten von 19 Kurven. Und hier werden wir heute vermutlich nicht sehr viele Überholmanöver sehen. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Jetzt würde ich gerne mit dir über Max Verstappen reden. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Der junge Superstar Max Verstappen startet und Fernando Alonso steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. und Hartley, Grosjean, Ocon, Eriksson und Sebastian Vettel, Raikkonen, Van Dorn, Charles Leclerc und Perez, Sirotkin, Gasly, Lance Stroll und Lewis Hamilton, Magnussen und Richter. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. No heroics into Sandoval, please. We're in amongst the pack and just need to stay in one piece. Ja, gehen wir mal rein. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Fans 2018. Wir sind im Rennen. Ja, von ganz, ganz hinten dürfen wir starten, wie ihr es gerade in der Startaufstellung gesehen habt. Die fünf Plätze machen es auch nicht mehr fett. Ja, einziger Vorteil ist, wir haben im Gegensatz zu allen anderen ein Trockensetup. Vor uns Magnussen und Hamilton. So, müssen wir mal wieder, oder müssen wir wieder unseren Teamkollegen vertrauen. Ansonsten nächste Woche auf, ne? Kanada. Ich habe den WM-Titel, die Verteidigung, noch nicht abgeschrieben. So, wir sind in der Einführungsrunde. Gucken wir mal, was heute, wie gesagt, drin ist hier. Monaco ist so eine Strecke, da ist so schwierig zu holen. Oh, Hamilton bleibt stehen. Dann kann das ja genau im Rennen so machen. Aber ich spannend hier. Der Fusilier sagt auch, da fahrt man vorbei an einem, an mir. Aber so schon starten würden, wenn wir zumindest jetzt mal auf P18. Ja, mal gucken, wie gesagt, was in dem Auto, was hier drin ist. Natürlich will ich dieses Rennen irgendwie bestmöglich abschneiden, um ein paar Punkte noch mitzunehmen. Aber es wird eine verdammt harte Nuss werden. Es wird verdammt, verdammt, verdammt. No rain expected. Sure. No rain expected for the time being. So, mal gucken, was drin ist. Okay, jetzt geht's natürlich erstmal in die Startaufstellung. So. Na, gucken wir mal, was drin ist. Auf geht's, Rennen Nummer 6. Wir sind gestartet, das Feld rollt auf die erste Kurve zu. Oder schon erste Gelbphase. Ich glaube, der Hamilton hat sich den Flügel weggefahren vorne.
glaube, der ist dem von hinten schön drauf gesegelt. Hat sich überholt. Das Gasly ist ja nicht. Ne, das war so ein Teamkollege. So, ansonsten erstmal gelb. Das ist wahrscheinlich die erste Kurve, wo es schon geknallt hat. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass. Ja. Das ist zu riskant, da jetzt irgendwie in die erste Kurve schon reinzugehen. Das ist der Nachteil, wenn der zweite als letzter Start ist. Monaco ist halt so eine Strecke. Ich könnte einen Hamilton versuchen, wenn er. Je nachdem, was er jetzt wirklich im Auto hat, kann es sein, dass ich versuche jetzt noch vor der ersten Kurve vor der Hafenschikane. Aber da komme ich nicht dran. Da bin ich ein bisschen weit weg von ihm. Das würde er retten. So, glaube ich, das nächste Teil gerade schon. Ich glaube, Hamilton hat tatsächlich echt auch im Auto erwischt. Der Mercedes lahmt ein bisschen. Unser ehemaliger Teamkollege, Max Verstappen, Bestzeit. Wir haben mitten in die Box, jawohl. Also habe ich es doch richtig gesehen. Dann hat den Fossil ja schon draufgeprügelt. So, Hamilton in der Box, jetzt sind wir zumindest mal 19. Eieieiei. Das hört sich rund schön an heute in Monaco hier. Jetzt ist das natürlich wieder ein bisschen Step by Step. Hier ist es schwierig, durchs Feld sich durchzuarbeiten. So, jetzt muss ich natürlich die Möglichkeit haben, sich am Tunnel dran bin an Gasly, an dem eigentlich neuen Red Bull-Piloten. Ah, der kommt wieder weg. Der kommt wieder weg aus dem Tunnel. Da verpinnen wir wieder das Dranbleiben. Bin ich aber ein bisschen besser dran gewesen. So, Angriff vielleicht jetzt im Hafen und nee, das ist zu riskant. So, Gasly. Gut, wenn es nicht in sein Zug mit in die Box. Das heißt, da müssen wir uns versuchen, auf dem Weg der kriegen erste Kurve vielleicht. Angriff, erste Kurve. Ich muss es ja irgendwann mal riskieren. Und dann bin ich vorbei. Am Toro Rosso. Platz 18. Ja, zumindest den ersten Mal auf der Strecke kassiert. In Kanada würde ich sagen, also wenn er so nächste Woche laufen sollte mit dem Qualifying, da muss ich mir erst ein bisschen Gedanken machen und zweitens würde ich sagen, im Rennen ist es durchaus machbar, noch was zu reißen. Siehe USA letzte Saison mit dem Ferrari. Aber hier ist es nicht einfach. So, wir wollen jetzt an den nächsten ran. Das ist nämlich Sergio Perez. Ja, ich muss aufpassen. So, ich jetzt wieder ähnlich rankomme mit meinem Kollegen Gasly. Dann kann das was werden mit der ersten Kurve. Er hat DRS, zwar in dem Auto vor sich. Das ist zu riskant schon nochmal, so einen Move zu bringen. Ich weiß nicht, wer da vor jetzt ist. Sirotkin. Vermutlich. Ne, Magnussen. Der Däne. Im Haas vorne. Auf 16 momentan. Ich will natürlich den Perez jetzt mal so schnell wie möglich ziehen. Ja, wieder ein bisschen. Aber ich war besser ausgekommen als bei Gasly und Hamilton. Ja, es ist halt das Spezielle an dieser Strecke. Zu überholen ist hier so schwierig. Vom Tempo her würde ich wahrscheinlich sagen, ich könnte mithalten, locker.
So, jetzt hätten wir zumindest mal DRS, das heißt, wenn wir jetzt gut drankommen oder dran bleiben können, kann man tatsächlich Perez angreifen. Erste Kurve wie bei Gasly. Ja, der Versuch. Hab ihn. Gleiche Ecke. Gleiche Ecke. Es wird eine harte Schlussarbeit, sich dadurch das Feld ist. Oh, voll. Das ist so an Ecken wie beim. Ich muss ja auch nochmal in die Box. Also ich bin. Ich euch vor uns jetzt Magnussen. Den kann ich aber nicht in der ersten Kurve. Ne, der löst. Ja, ich muss jetzt ein bisschen was reißen. Kein Fuckerpack im Tunnel. Ja, das war zu riskant. Das war eigentlich ein blöder Fehler. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich das nicht nochmal versuche. Klatsch. Ja, der will immer noch, der Haas neben mir. Jetzt habe ich ihn. Nee, brauchen wir nicht. Ich habe zumindest mal den Haas jetzt kassiert. Statt 16 jetzt momentan. Es wird schwierig werden, Punkte zu fahren heute, definitiv. Wir tun natürlich auch unser Bestes. Wir haben jetzt 4 Autos überholt hinter uns. Our gap to the car in front is 2.3 seconds. Ich arbeite natürlich dran. Sirotkin ist der Nächste oder wäre der Nächste. Also beiden Williams jetzt vor uns, die Röttgen davor ist Troll und davor Van Dorn. So ist es. So, die Röttgen versuchen. Ja, die werden natürlich jetzt alle auch in die Box. So, der erste geht in die Box, das ist Lance Stroll. Wir werden natürlich jetzt einen ordentlichen Schritt nach vorne ziehen, aber also, da bin ich ein bisschen nicht mutig genug gewesen. So, jetzt versuche ich natürlich den Sirotkin anzugreifen. Runde 7, sind noch 13 Runden, wir haben noch nicht mal die Hälfte des Rennens. Gut, ein Drittel erst. Ja, wir fahren Hypersoft, ne? Ja, Ultrasoft müssen wir auch fahren, also. Ja, ist das. Ah, das ist zu riskant, hier anzugreifen. Fragen Sie mal bei Wehrlein und den Button nach vor ein paar Jahren. Letzte Saison. So, Teamkollege Max ist in der Box. Na komm. Will er jetzt? Ich war schon daneben. Neben dem Willens. Ich will den ja kassieren. Ich bin ja schneller als alle anderen. Also zumindest was hier hinten will zu umbringen. Nur ist es halt nach wie vor Monaco. Es ist halt einfach eine Strecke, wo einfach nicht überholen drin ist. So, jetzt hoffe ich, dass meine Boxenquote ticken schneller arbeitet als die von Williams. Complete, go now. Yes! Tut sie. Und die von Van Dorn gleich mit. Haha, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben zumindest mal die beiden überholt. Perez? Habe ich den nicht schon überholt? Habe ich den nicht eigentlich schon kassiert gehabt? Aber zumindest mal Van Dorn und Sirotkin in der Box überholt. War ich nicht an Perez schon vorbei?
Eigentlich habe ich doch. Habe ich den noch kassiert schon in der ersten Kurve? Jetzt sind wir momentan auf P16 jetzt. Also da, wo wir eigentlich schon waren. Dann ist der Hamilton durchgeschlüpft. Ja, und der Perez. Und dafür sind die beiden, Van Dorn und Sirotkin hinter uns gefallen. Also hat sich positionstechnisch nichts getan. Vier Autos werden immer nur geholt. Jetzt fallen natürlich die Zeiten. Ich versuche natürlich jetzt mich an den Force India da vorne wieder ranzuhaben, an den Racing Point. Aber hier ist sie, glaube ich, der Force India. Okay, gap ahead is 1.5 seconds. 1,5 der Vorstand. Halbzeit des Rennens. Ich vermute, dass ich auf jeder anderen Strecke könnte das Rennen gewinnen. Und das ist so fast wie jetzt hier. Also ich scheine in diesem Rennen jetzt tatsächlich zu passen. Aber Monaco ist eigentlich nicht meine Stärke tatsächlich. Das muss ich mal so anmerken. Ich mag die Strecke nicht so. Also sie ist natürlich, hat natürlich einen Reiz. Aber es ist nicht meine Strecke. Jetzt haben wir mal vor allem, sollten wir Perez kassieren, relativ bald, haben wir eine kleine Lücke da auf. Ja, jetzt habe ich die für 3 Sekunden. Aber das war, muss man auch mal so anmerken, das war eigentlich ein kleiner. Ich musste die Lücke auflassen. Sonst hätte das in den Hafen, im Hafen geknallt. Also man muss nochmal die 3 Sekunden die Junge mitnehmen. Ja, davor ist noch eine kleine Lücke. Ist das voll? Oder? Ich glaube nicht, dass das der Hamilton ist. Ich glaube nicht, dass das davor der Hamilton ist. Ich glaube, das ist der Stroll. We're trailing our teammate by 32.5 seconds. Ja gut, 32 Sekunden, das hole ich nicht auf dem Stappen. Das ist die Strecke einfach. The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Ja, ich bin halt, wie gesagt, mit einer der schnellsten Autos im Feld. Ich komme nur nicht an dem Feld vorbei. Ja, mag aber auch ein bisschen am Setup liegen. Ich habe nämlich das wahrscheinlich als einziges Trockensetup drauf, während die Konkurrenz mit Regen fährt. Ich muss aber jetzt mal am Perez vorbei da irgendwann. War der gerade kurz gelb? Habe ich das falsch gesehen oder habe ich das gerade falsch gesehen? Das war nämlich einer. Noch keine Ausfälle, das in Monaco. Ich muss es jetzt irgendwann mal auch mal machen. Ich versuche es wieder in Kurve 1. Es ist 12 tatsächlich, ja. Also ob es doch richtig gesehen wird. Wenn ich zurück hinter mir ins 12. Ist davor. Der hält mich auch gerade jetzt ein bisschen. Ah, es ist die erste Kurve, da komme ich nicht ran. Ja. Der Perez, wenn ich die beide jetzt kassieren kann, dann wäre ich zumindest mal auf 14. Und das natürlich immer noch unzufrieden ist, das Ergebnis. Komm. Das Auto muss doch locker in der Lage sein, den Force India einzukassieren und den Williams. Ja, es ist eigentlich halt Bullstrecke, klar. Aber wie gesagt, Monaco hat halt immer noch ein bisschen was zu tun, damit auch. Das war ein bisschen. Das war die. Dass man auch versucht, ein bisschen Geduld zu haben. Ich bin eigentlich sehr ungeduldiger Mensch. Ich muss aufpassen, dass ich. Jeder anderen Strecke würde ich auch wahrscheinlich den CDI locker kassieren können.
Aber hier ist Monaco, wie gesagt. Nochmal, erste Kurve. Mit zwei Mann nebeneinander. Ein Red Bull und ein Force India. Und diesmal das. Ja, da muss er aber in auf der Innenlinie. Das hat er aber gut gemacht. Alter. Ich hänge hier rundenweise hinter Perez fest. Acht Runden noch. Ich sag ja, das ist ein hartes Stück Arbeit. Ich wollte nämlich kassieren in der ersten Kurve, das habe ich nicht ganz auf die Reihe gekriegt. Danke. Ja, Kollision mit Perez, wie gesagt, das hat er wirklich jetzt richtig Zeit gekostet. Die Flügel läuft aus, nach vorne links immer noch. Ja, ja, gut. Jetzt komme ich nicht ran. The gap to the car behind is 6.5 seconds. Ja. Ja, ja, ja. Das kann nicht sein. Zu weit weg von der Linie. Es gibt kaum Möglichkeiten, wirklich tatsächlich, um hier gescheit zu überholen. 14. Runde. 6 Runden noch. Zumindest die 2 will ich noch kassieren, dann wäre ich 14. Aber wer wird heute auch nicht drin sein, wahrscheinlich. Das hat er mir, da hat er mir tatsächlich die kompletten Flüge wegrasiert mit der Aktion, weil er einfach schön die Lücke zugeworfen hat. Gerade zu kurz, um halt wirklich die Geschwindigkeit auszuführen. Also sind da zwei Mercedes-Motoren da vor mir. Alter! Es sind zwei Mercedes-Motoren, das muss man auch mal so akzeptieren.
ich besser rangekommen, rausgekommen zur Kurve. Ja. Wie bist du noch? Gap to teammate ahead is 37.6 seconds. Keine Chance. Keine Chance, irgendwas zu machen gerade. Natürlich voll am Limit, aber ich muss halt... Ja, also noch 4 Runden jetzt. Natürlich bin ich, wie gesagt, voll am Arbeiten. Ich will das Ding hier klar machen. Jetzt muss ein Auto noch, die beiden Autos hier vor mir kassieren. Mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein. Ich komme nicht vorbei. Es ist nicht machbar. Ja, das ist mir gerade herzlich egal. Ich jag das Ding jetzt einfach hoch. Mir ist das scheißegal, ob ich jetzt 14. oder 15. oder 20. wäre. Das wäre dann in dem Moment Latte. Ja. Das ist nicht wahr. Ich komme. Der Perez kommt nicht vorbei an Zwoll und ich komme nicht vorbei an beiden. Runde. Ich hänge, glaube ich, auf die Spiele, weil er 7-8 Runden hinter diesen beiden. Gelb. Da hat es gerade ganz kurz geknallt, glaube ich. Ich habe das 12 oder so, hat sich, glaube ich, da irgendwas getan. Ne, da versinnen wir. Das ist der Perez! Das ist der Perez, der sich da was getan hat. Wir sind 15. Hey, hey. Aber was mir dann auch jetzt die Zeit gekostet hat. Ja, der hat irgendwas getan an dem Auto. Der erste Ausfall hier in Monaco heute ist der vor uns liegende Sergio Perez. So, jetzt muss ich an den Williams irgendwie wieder rankommen, weil der mir gerade richtig Zeit gekostet hat, diese Aktion. Fünf Autos haben wir zumindest überholen bekommen. 5 Autos. Fehlen noch weitere 5, aber das wird wahrscheinlich in den jetzt verbleibenden 3 Runden schwierig werden. The gap behind us is 6.9 seconds. Na, die Abstand könnte jetzt was größer werden. Der nächste ist auf Sirotkin. Mehr oder weniger ein Williams-Sandwich. Gap to car in front is 3.2 seconds. Da ist immer noch gelb. Gelb. Jetzt ein Safety Car. Das wäre es natürlich noch. Perez steht immer noch hier. Jetzt sind wir nicht dazu gekommen, raus zu bergen. Ja, ich denke... Der P15 ist nicht drin. Da werden wir nicht mehr rankommen an die Spitze. Enttäuscht mich. So ein bisschen. Aber nächste Woche ist Kanada. Gleich vorletzte Ecke. Ich habe auch aufgegeben. Ich versuche natürlich jetzt mal ranzukommen an den 2, aber. Alter. Aber Magnussen ist weit vor uns. Das ist sehr uninteressant gerade. Ich meine, der fällt immer aus. Wir wären mal sogar P14, aber mehr wird wahrscheinlich heute. An 12 wird wahrscheinlich kein rankommen. We have 2 laps of fuel remaining. So, das Auto von Perez ist mittlerweile weg. Dann stand er hier in der Ecke. Ja, aber diese Lücke, die da jetzt gerade aufgezogen wurde vom nach dem Ausfall. Ja, seit dem Wechsel zu Red Bull kommen momentan keine Ergebnisse mehr zustande.
kommen momentan keine Ergebnisse wirklich zustande. Das gefällt mir nicht. P19 in Spanien, P15 in Monaco. Das sind momentan die... Das ist die nackte Wahrheit. 50 Punkte auf den Teamkollegen verloren. Aber wie gesagt, jetzt kommt Kanada, dann kommt Frankreich. Ich glaube, dann kommt ja auch mal noch Großbritannien. Also das sind eher Strecken, die mir liegen, die nächsten 2-3. Da müsste man mal in Hockenheim kommen. Ja, und dann kommen Belgien. Verstappen gewinnt das zweite Rennen auch. Seit wir Teamkollege sind. Er ist klar besser als wir, das muss man einfach mal so akzeptieren. Ja, ich bin enttäuscht. Das muss man einfach mal so sehen. Ich weiß, jetzt habt ihr gewonnen, sondern weil einfach momentan die Ergebnisse nicht passen. Zwei Retter sind 14. Platz ins Ziel, wir sind 15. Da, 15. Da. Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich, eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Ja, Sache. Startplatz ist in Monaco sehr wichtig. Definitiv. Katastrophe, ey. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Max Verstappen übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Nach dieser Leistung muss es eigentlich Charles Leclerc sein. Sehr sauber, sehr souverän. Mit diesem Rennen kann er wirklich zufrieden sein. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1-Saison dabei sind. Herr Hamilton hat auch plus 5. Hat Leclerc gefunden, 6. Na gut. Hätte ich auch ein Auto mehr beholen müssen. Dann wäre ich auch da irgendwo gewesen. Aber ich war ja dran an den beiden, die ganze über Runden hinweg. Aber ich kam dann irgendwann gar nicht mehr hinterher. Ja, das ist natürlich ein Ergebnis, was das Team und was vor allen Dingen auch mich unzufrieden stimmen wird. Naja, nächste Woche ist die Kanada. Was bitte war das für eine Leistung? Wir fahren doch hier nicht Autoscooter auf dem Rummel. Deine Ergebnisse zählen, also streng dich lieber an. Viel mehr solcher Rennen können wir uns nicht leisten. Ja, das ist super. Nächste Rennwochenende, wie gesagt, Kanada. Ich habe ein paar Kontakte zu Williams geknüpft. Sie denken, deine Einstellung und deine Ergebnisse würden gut zu ihnen passen. Wenn du Interesse hast, könnten wir bei der nächsten Vertragserneuerung sehen, was sie uns für ein Angebot machen. Ja, das ist ein einfaches Problem. Ich muss jetzt natürlich die nächste Einheit... Schon die vierte Einheit, ja. Der Turbolader sagt schon... Ja, heute machen wir das so.
Dann nehmen wir die 2 wäre ein, dann brauchen wir keine Strafe zu riskieren. Ein. Gut, dann ja, bitte. Wir dürfen ein neues Getriebe einbauen. Das machen wir doch auch direkt der Reise mit komplett neuen Einheiten nach Kanada. Genau, das wird am Freitag dann anstehen mit dem freien Training. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play 2018 und dann hoffentlich mit einem etwas besseren Ergebnis als in den letzten beiden Rennen.